Hallo zusammen und willkommen zu meiner Beschwörung bei der Saison der Liebe oder wie das Event heißt. Jetzt muss ich echt nochmal schauen. Saison der Liebe. Genau. 70 Heldenmünzen. Ich habe es in meinem Vorstellungsvideo schon gesagt. Ihn oder ihn wäre richtig nice zu haben. Er wäre halt für Rush toll. Und der Dreier wäre geil. Der Vierer, wenn ich den nicht bekomme, finde ich jetzt nicht so schlimm. Aber entweder Cupido oder Himmerus wäre bei den Fünfern echt nice. Und wir haben 70 Heldenmünzen. Ob das reicht, werden wir sehen. Vielleicht höre ich sogar auf. Oh mein Gott, jawohl. Der erste Must-Have-Held ist bei der ersten Beschwörung gekommen. Wenn wir jetzt noch einen von den beiden, die ich haben möchte, bekommen, höre ich, glaube ich, direkt auf und spare mir die Münzen. Wir wollen also was? Rot oder blau sehen? Wahrscheinlich eher sogar rot bei meinem Kader, wenn ich überlege, wer rot in der Def stehen könnte. Vielleicht aber auch blau. Hallo again. Zweimal machst du, hilfst du mir nicht? So. Blau oder rot? Ich meine, im Zweifel kann auch mal gelb und lila kommen. Wenn der gelbe Vierer dabei ist, ist es jetzt nicht so schlimm, aber blau oder rot würde ich schon sehr, sehr schön finden, wenn da was passiert. Zarola, jetzt müssen wir nochmal gucken, was sind denn die Odds auf dich? 14,2%. Okay, dann werden wir dich auch häufiger sehen. Vielleicht 10 Mal oder so. Gucken, ob wir am Ende 10 Zarolas haben. Ist ja der einzige Eventheld. So, da ist er. Oh, okay. Ist er nicht. Also grün wollen wir nicht mehr sehen, gar nicht mehr. Wir wollen blau und rot sehen. Vielleicht einmal gelb und einmal. Ja, wenn lila kommt, wäre schön. Also sie beglückt uns. Und jetzt nicht den Kontext verziehen hier. So. Das waren 14. Rot. Ein Sternchen mehr und dann Event wäre schön gewesen. Komm schon, komm schon, komm schon. Okay. Haben wir sie auch. Jetzt nur noch Fünfer needed. So, rot oder blau? Ah, natürlich. So, wir behalten das Bild. Braucht man nichts mehr drücken. So, rot oder blau? Ja? Nee. Ich meine, wenn der Lila der Einzige ist, der kommt, ich wäre nicht richtig sauer, aber minimal enttäuscht schon, weil die anderen beiden wären halt wirklich für die normale Def. Egal welchen von den beiden wir bekommen, derjenige wird gelevelt und der kommt in die Def. Einfach nur wegen diesem krass overpowerten Familienbonus, der meiner Meinung nach wahrscheinlich direkt nachdem das Event vorbei ist, genervt werden wird, aber vielleicht auch nicht. Das werden wir sehen. So, ich glaube, in 3 muss ich nochmal hochgehen zum. Nee, muss ich nicht. Zur Bonusbeschwörung oder doch? So, komm schon. Rot oder blau? Oh, ein grüner 3-Sterne-Held, der nicht Zarola heißt. So, ja. So, ist vollkommen Bullshit, egal. Landet eh im Seelentausch. So. Kriegen wir das wieder hin? Blau. Blau, rot, lila, nichts anderes, bitte. Ja.
Ich wusste, dass sie nerven wird, aber dass sie so nerven wird, wie sie es jetzt schon tut, ist halt krass. Das wusste ich schon, bevor es passiert ist. Ey, nee, nicht drei in Folge. Wie oft kannst du hintereinander kommen? Zarola sagt ja. Gut. Aha. Bei meinem Glück, wenn es um die ganz wichtigen Helden geht, kriege ich eh nichts. Kriege ich eh nichts. So. Hälfte ist rum, was meine Münzen angeht. Ja, Zarola haben wir, aber was bringt uns das? Jawohl, rot, 5 Sterne, aber dann dieser Eumel. Also, wenn ihr sehen könntet, würdet ihr sehen, dass ich, wenn ihr mich sehen könntet, dann, ja, ich Kopfschütteln. Warum? Da war auch beim Turm wieder. Kam auch wieder so ein toller 5-Sterne-Held aus der klassischen Familie, den kein Schwein braucht oder ganz wenige brauchen. So. Ja, bei Catmon überlege ich, ob ich den behalte, weil Doppelkostüm ist mega stark. Wobei, nee, ist ja trotzdem nur 4 Sterne. Rigard. Okay, wir müssen hier was ändern. Ernsthaft? Spiel? So willst du meine Quoten verschwenden? Ja, so werden meine Quoten verschwendet auf 5-Sterne-Helden. Die landen einfach in der klassischen Seite. Das ist knapp 50-50. Ja. 1,5 zu 1%, aber alle landen in der klassischen Seite. Und ich habe von den. Das sind 2,5% auf Nicht-Monatsheld-Fünfer, ja. Bei 70 Beschwörungen kommt man dabei 2 raus und die habe ich schon. Und das ist beides Müll. So, na komm, sei lieb zu Papa. Sei lieb, Spiel. Nein, Zaro. Oh. Wenigstens ein bisschen mehr Erfahrungspunkte. So. Tja. Blau oder rot, aber es kam jetzt viel Blau. Aber kein großer Eventheld. Im Nachhinein kann ich ja schon froh sein, dass zumindest der Vierer einmal oder ja, einmal kam. Der aber nicht Must-Have ist. Komm schon, Spiel, gönn doch mal. Da ist sie wieder. Wir machen uns dann mal den Gaudi und gucken noch mal rein, wie häufig ich sie bekommen habe. Das ist auch, geht auf jeden Fall ins Zweistellige. Das ist auch Übererfüllung, genauso wie die klassischen Fünfer. Das Einzige, was das auch Übererfüllung und das Einzige, was underperformt, sind die Event-Fünfer. Und das ist ja. Ja. Genau. Als ob es noch irgendeinen Beweis gebraucht hat. Fick dich, Zarola. Nein. Ich will nicht mehr. Ich will sie nicht mehr sehen. Und dann guckt euch dieses tödliche Grinsen an. Oh, ich will sie nicht mehr sehen. Ja, lieber dein Grinsen. Ich dachte gerade, die kommt schon wieder. Ganz ehrlich. So, 70 Beschwörungen sind gleich durch.
Ich hatte schon Beschwörungen, wo die letzte Münze es gebracht hat. Ja, aber die letzte Münze wird wahrscheinlich grün sein. Na komm. So viel dazu. Wunderzelt hat sich auch nicht blicken lassen, aber den habe ich schon einmal, ist nicht schlimm. Ihr blöden Eventfilmer, ihr könnt mich mal. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen, nachdem ich hier noch eine Zehner gemacht habe. So, Verzweiflung. Komm schon. Komm schon. Rot oder blau, rot oder blau. Kein Grün. Das wird nix. Okay, jetzt moderiere ich ab. Danke fürs Durchhalten. Und für euren Support. Und jetzt machen wir mal den hier. Und zählen mal kurz. 12, 17, 18 Zarolas. Von 80. Jeder vierte Held ist eine Zarola. Geil. Danke, Spiel. Tschüss.